So, weiter geht es mit Chromagun. Wir... Wow, hi Jungs. Hi, hi. Wir müssen jetzt hier diese Kugeln ganz lieb und nett dran vorbei fördern. Und... Wieso ist das nicht auf? Woher beziehst du deinen Strom? Ach, daher. Das heißt also, als allererstes brauchen wir jetzt erstmal Rot. Gut, wunderbar. Bin immer rüberziehen lassen, ja. Ach, das reicht bis nach da hinten hin, das muss man sich mal vorstellen. Gut, den haben wir. Blau können wir dann rüberziehen, das ist kein Ding. Und blau müssen wir dann zu grün machen. Und hier ist ein schwarzer Burkedroid. Ja, nicht angreifen, ansonsten wird es nämlich gefährlich für einen. Und hier nehme ich die Herausforderung. Jetzt müssen wir das Ganze mal mit blau machen. Reicht das bis dahin? Das reicht bis dahin. Bis dahin reicht es auch. So. Den kriegen wir auch dahin. Müssen wir den nur darüber bekommen. Und das ist halt das Schwere. Wie macht man das jetzt am besten? So, jetzt müssen wir nämlich hier ganz sensibel an das Ganze rangehen. Das wird richtig lustig. Reicht immer noch nicht. Okay, das funktioniert. Das funktioniert, das funktioniert, das ist gut. Nein, nein! Ah, verdammt, ich hätte es einfach mit grün machen sollen. Ach, komm schon! Es sah so gut aus, oder? Also nochmal das Ganze. Hierhin, hierhin. Er kommt hier rüber. Wir machen daraus gelb. Und orange, machen daraus orange und haben den dann da. Jetzt das Ganze mit blau. Reicht es, wenn ich den dahin packe? Und dann dahin? Ja, das reicht. Dann machen wir den da weg. Mit rot. Und rot. Okay, jetzt das Ganze nochmal mit blau. Wie gesagt, wir gehen das Ganze ganz vorsichtig an. So, immer am besten versuchen, genau gegenüber zu treffen. Ne, wir machen es wieder mit rot hier. Ja. Wieder die Katze auf meinem Schoß, ich glaub's ja nicht. Irgendwie fühle ich mich von der Katze verfolgt. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich mich selber nicht treffe. So, dann machen wir jetzt hier blau rein. Kommst du rein? Reicht das? Reicht das? Reicht das? Nein. Okay, dann machen wir daraus wieder grün. Und machen aus dem grün. Und dann müsst ihr automatisch darüber gehen. Nochmal. Und die Tür ist auf. Jawohl. Ihr seht, ein bisschen tricksen hier, ein bisschen tricksen da. Alles ist wunderbar. Tralala. Und es geht weiter in die nächste Etappe. So. Farbanziehung. Burkedroids werden von allen naheliegenden Wänden der gleichen Farbe angezogen und können zwischen ihnen aufgehängt werden. Ja, wir gucken hier mal. Orange, lila. So, jetzt haben wir hier dieses tolle Ding mit lila. Jetzt werden die da natürlich angezogen. Jetzt müssen wir hier die ganzen Wände einfärben, bis er sagt, das zählt. Oh, schön, dass du orange bist. Muss ich mal gerade ganz kurz gucken.
Orange, das heißt, du möchtest hier hinten lang. Ich möchte dich aber eigentlich gerne da haben. Danke. So, rot können wir zu orange machen. Aber er folgt mir natürlich nicht, war klar. So, machen wir es halt auch mal so. Ah, verdammt. Ja gut, ich hätte es ein bisschen anders lösen können, merke ich gerade. Aber es ist auch eine Möglichkeit, das so zu lösen. Geht also auch. Und Katze, schieb nicht immer mein Mikrofon weg. So. Auch immer lieb, dass die Katzen sich hier um seine Let's Plays Sorgen machen, ne? So, Kopf runter, danke. Genau, Schnur einfach. Schnur einfach und dann ist gut. So, jetzt haben wir hier die ganzen Lilanen. Also fangen wir als allererstes... Ja, wie machen wir es jetzt am besten? Das Blöde ist... Genau, die werden jetzt alle darüber gezogen. Und das war die falsche Entscheidung. Ah ne, halt. Hä, warum das denn jetzt? Warum ist denn der auf? Ach, weil der auf ist, okay. Ja, kann man mal machen. Es gibt doch hier noch die andere Möglichkeit. Ah, die andere Möglichkeit wäre die gefährlichere Möglichkeit gewesen, stelle ich gerade fest. Denn, wäre ich jetzt auf dieses Feld hier getreten, wären diese lieben netten Workadroids, diese lieben netten stacheligen Workadroids voll auf mich losgegangen. Also so gesehen, richtige Entscheidung getroffen, linker Weg. Puh. Wie knapp. Wenn ich überlege, ey, wie lange das her ist, dass ich dieses Spiel gespielt habe und jetzt spiele ich es wieder. Und das auf der Nintendo Switch, was ja eh meine Lieblingskonsole ist. Ist das schon echt episch? Also für meine Verhältnisse finde ich das episch. So, hier brauche ich Rot. Rot habe ich hier, das heißt. Wir versuchen den nach hier hin zu verschieben. Na komm her. Schaffst du das? So. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Und jetzt aufpassen. Jetzt muss ich den hier nämlich lila färben. Zack. Und die Tür ist offen. Also. Das erste Signal. Ist ja eins von zweien. So, und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal mit Gelb. Das heißt, wir fangen hier mit Gelb an. Setzen ihn hier rüber. Setzen ihn hier rüber. Und darüber. Und hier hin. Genau. Machen dann daraus blau. Beziehungsweise halt blau rüber. Und machen daraus grün. Zack. 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 Dann wird er mittig gesetzt. Wir machen ein grün daraus. Und die Tür ist offen. It's magic. Spirit Colors. So. Farbanziehung. Ja, das sind halt... Wenn du gerade die 50%-Marke der Tests überschritten hast, fühlen wir uns verpflichtet, eine traurige Wahrheit aufzudecken.
aufgrund eines kürzlich aufgetretenen, leicht massiven Einbruchs von Chromatecs Aktienkurs, werden wir dich am Ende der Tests nicht bezahlen können. Entschädigung erfolgt in der Form von günstigem, selbstgemachten Konfetti. Nett. So. Dann kommt Blau jetzt hier rüber. Und hier rüber. Und bleibt da. Jetzt müssen wir das Gelb hier mal ein bisschen gelblich machen. Und das ein bisschen gelb-grünlich. Ja, verdammt. Rot geht da mal rüber ganz kurz. Danke. Na komm her. Wunderbar, aber jetzt habe ich die Frage. Na, fragen, wie kriege ich jetzt die Tür auf? Hä? Ne, jetzt muss ich nochmal machen. Obwohl, vielleicht kann ich es ja noch retten. Ne, das kann ich nicht mehr retten, ne? Ne. Ne, kann ich nicht retten. Weil ich die Seite nicht einfärben kann. Ach, verdammt. Also nochmal den Spruch anhören. Da du gerade die 50%-Marke der Tests überschritten hast, fühlen wir uns verpflichtet, eine traurige Wahrheit aufzudecken. Aufgrund eines kürzlich aufgetretenen, leicht massiven Einbruchs von Chromatecs Aktienkurs werden wir dich am Ende der Tests nicht bezahlen können. So, dann machen wir das jetzt. Entschädigung erfolgt in der Form von günstigem, selbstgemachten Konfetti. Machen wir jetzt hier rot. Muss nämlich so rum sein. Na komm. Ich glaube, das geht auch nicht. Hä? Kommt doch da jetzt gar nicht rüber, ne? Moment, schon wieder was verpasst. Verdammt! Was mache ich falsch? Also wir machen das nochmal. Ja, ja, sei ruhig. Überschritten hast, fühlen wir uns verpflichtet, eine traurige so, Wahrheit gelb. Aufgrund eines kürzlich aufgetretenen, leicht massiven Einbruchs von Chromatecs Aktienkurs werden wir dich am Ende der Tests nicht bezahlen können. So, Blau geht da rüber. In Form von günstigem, selbstgemachten Konfetti. Blau kann erstmal dahin. Kann nämlich Rot, glaube ich, darüber. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, funktioniert das? Warte mal, der hält das auf. Sollte eigentlich funktionieren. Ich hoffe mal. Na komm. Hallo? Ernsthaft, was ist da festgehakt? Hä? ETF, warum bist du denn jetzt falsch? Hä? Okay, warte, machen wir mal rot darüber. So, rot darüber. Kann doch jetzt aber gelb dadurch, ne? Scheinbar nicht. Beziehungsweise ich könnte versuchen, gelb dahin und gelb dahin. Dann kriege ich rot darüber. Ich versuch's jetzt. Kann ja nur schief gehen.
Genau, so, dann kann jetzt blau dann darüber. Das heißt also, ich muss da gelb hinmachen. Da grün. Und da grün. Kann er jetzt hier rüber? Kommt er denn da durch? Ja, kommt da. So, Sekunde. Und jetzt kann ich hier nämlich gelb hinmachen. Da blau. Und die Tür ist offen. Mann, oh Mann. Was? Aber es müsste doch funktionieren. Ja, machen wir es halt so. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.